Na, sehr ernst, aber jetzt da mal. Grüß euch. Ja, heute wollen wir mal über Thema. Über, ja, heute muss ich mit euch reden. Ich bin gerade schon fast ein bisschen in Rage. Man sieht schon. Oh. Ja, wow. Also, ich kann gleich vorneweg sagen, also was ich da wieder in Video geleistet habe, ist ein starkes Stück. Eine 16:30 nach dem Debakel von der 16:50, die ich auch recht. Wirklich nur sehr selten empfohlen habe, für Low-Power-System, für ein kleines System, kommt man jetzt in Video mit der 1630 daher, die so schnell sein soll wie 1050 Ti. Also wie wir wissen, ja, die 1650 Ti, die ist aus dem Jahre 2016, ne? Ja, das ist nicht alt. Ich, by the way, können wir da mal reinschauen, ich habe da hier eine 1080 Ti. Ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber dafür immer noch sehr, sehr schnell. Und im Vergleich zu so einem Blödsinn da, naja, natürlich, noch mal kurz zur 1650. So, jetzt machen wir da kurz einen Vergleich. Das ist zum Beispiel die, die ich letztens empfohlen habe. Bam, Junge. 39% und das spürt man auch. Oder ein Kumpel habe ich letztens, da haben wir einen Tausch gemacht, weil okay, ging die 1650, er hat nur einen PC, ich habe ja zwei PCs, kurz off topic. Und da habe ich, ihm die Karte haben wir tauscht, ne, weil er nur einen PC hat und ich beide. Und auf den beiden ist die Performance beim Zocken eigentlich scheißegal, aber er hat keine Kohle für eine neue GPU. Da habe ich ihm die gegeben und die kostet mittlerweile sicherlich genauso viel, wie die 1630 kosten wird, die 89D. Und bam. Und die hat auch noch 2 GB Grafikspeicher mehr. Also wir haben 6 statt 4. Die hat ja nur 4 und beide werden 4 haben wahrscheinlich. Ja. Dass die ältere Grafikkarte in einigen Spielen sogar schneller ist, dürfte nicht zuletzt am Grafikspeicher liegen. Denn die 4 GB GDDR5 der 1050 Ti erreichen über ein 128-Bit Interface eine Bandbreite von 112 Gigabit die Sekunde. Ja. Die neue 630 bindet eine 4 GB DDR6, ja, pf, wow, das bringt uns einfach an nichts. Ich habe auch nur GDDR5X. Ja. Das mit Memory, lasst euch da bitte nicht in die Irre führen. Also der Speicher, der GDDR-Speicher sagt nur recht wenig aus, wenn der Rest nicht stimmt. Bei der 1660 hat man das gesehen mit der Super, die ja, na, weil wo ist denn diese? Ah ja. Ja, das kann man ja noch nicht gut lesen. Damals natürlich, ja. Nein, sie ist schon ein bisschen schneller manchmal, ja, aber das tut sich ja nichts. Ich würde jetzt noch gerne wissen, was das für Spiele wären. Aber gut, das werden wir ja wahrscheinlich noch irgendwann rauskriegen. Da habe ich kurz im Google Feed am Handy gecheckt. Da habe ich das eigentlich gefunden. Ja. Ja, die hat aber VW8, ja, einen weggecoder, den hat sie jetzt nicht, aber es geht ja ums reine Zocken. Da würde ich das gar nicht. Ja, ab 189 Euro. Na, machen wir es besser. Ja. IBAT, das ist jetzt Österreich. So, kann ich nochmal kurz die deutschen Freunde bedienen. Da, machen wir eine richtige Karte. Da. Naja, das würde ich nicht sagen, dass es besser ist, aber da. Ich glaube, das ist sogar sofort kaufen. Nein, Gebot. Ja. Okay, sofort kaufen wahrscheinlich, ne? Ja, ich kenne mich mit eBay nicht ganz so aus, nutze ich kaum. Aber schauen wir mal jetzt. 100. Ne? Wo findet man da jetzt eine günstige zum Beispiel? Okay, die kosten immer noch jetzt mehr, aber wollen wir jetzt einmal. 1060, ja. Und da 100, okay, das ist jetzt nicht das beste Modell. Ja, wir hatten leider, naja, zumindest kein Blower. Aber hier, 160 Euro und die zerfickt eine 1650 sogar. Und somit auch eine 630. Ja, machen wir nur die 1650 jetzt als Comparison. So. Wir machen, was war das, 1060. Eine 6 Gig. So. Na okay, nicht ganz, aber 6 Gig, das bringt halt schon mehr. Mehr Grafikspeicher kann immer helfen, weil wir sind ja immer
weniger schon GPU-limitiert, das natürlich auch, aber wir sind ja schon auch gewissermaßen VRM, also nicht VRM, VRAM-limitiert. Das sind wir ja recht oft, obwohl viele Spiele auch noch weit unter sich unter 8 GB erhalten können, da könnte es aber trotzdem mit einer 6er zum Problem werden, aber mit einer 4er, da ist egal, wie schnell der Speicher ist, wenn da mal wenig da ist, ist wenig da. Das ist zum Beispiel ein Turbo. Okay, ja. Oder, Moment. Eine 1080, okay, klar. Aber was ich am meisten empfehlen kann, ist die TI. Die ist immer noch rotzeschnell, nicht defekt. Ja, wollen wir das einmal kurz vergleichen? Da. Bitte sehr, liebe Freunde. Und wenn ihr jetzt nur euch angepisst habt, ich komme euch nicht den Boden aufwischen, aber ich hoffe, dass ihr euch angepisst habt, weil das ist nämlich eine Leistung. Auch heute noch. Das kann sogar leicht Raytracing, das Ding. Müsste man nicht. Meine Meinung ist sowieso, das ist overhyped. Es gibt vielleicht zwei, drei Spiele, die wirklich einen Unterschied machen, aber das ist jetzt egal. Zumal, es kommt eine neue Grafikkarte raus ohne Raytracing-Funktion. Das ist mir schon an sich lächerlich. Ja. Da ist ja AMD mit der RX-Reihe noch besser dran. Die machen so einen Scheiß nicht. Obwohl die 6500 XT ja auch sehr schmerzhaft war. So, jetzt haben wir die 1650er. Ja, wollen wir es noch ein bisschen weiter treiben? Auch wieder um ein Vielfaches schneller. So. Und jetzt kommt's. Die 1660 Ti gegen eine 1630 gibt es ja noch gar nicht. Die kann man noch nicht testen. Ist ja noch nicht getestet worden. Ja. Ja, aber halt wieder die 1650er. Ja. Nicht Mobile. Ma. So. Das ist ja ziemlich richtig. Also da ist User Benchmark. Punkt der CPUs, das lassen wir mal beiseite. Aber GPUs kann man gut vergleichen. Also mit der zwischen 89 und 1650 ist ein deutlicher Unterschied spürbar. Und das ist eigentlich schon peinlich, wenn wir mal bedenken, die 89 würde dann trotzdem stärker sein als eine 1630. Wenn wir jetzt einmal eine 89 schauen, ja, die normale 89, nicht die Ti, da, 100 Euro. Also ist Italien und defekt, lol. Okay, das ist ein Ti, ja, für 100 Euro ein Ti. Founders Edition, wow, das ist auch schon teurer geworden. Gut, die ist immer noch stärker. Ja, somit die paar Euro mehr, aber viel stärker lohnt sich natürlich schon. Wenn man nur, wie gesagt, jetzt die. By the way, ich sag nur, die 1650 wird immer schneller sein als die 1630. Also, wir nehmen das einmal als Benchmark. Und jetzt die 89 Ti. Nochmal das Vergleich. Ja. Also, oder die 89er. Also bitte. Leute, wer das kauft, wirklich, tut mir leid, Alter. Bitte das nicht machen. Ich habe schon langsam das Gefühl, ich muss schon langsam irgendwie Rettungen anrufen, wenn die Leute so einen Müll kaufen. Ja, die 1650 habe ich ja nur bedingt empfohlen können. Ja, das ist das 27B High Full HD Medium 60 FPS Karte, mehr nicht. Es ist keine E-Sports Karte, klar, ja, Valorant und so, ja, das rennt mit einer 680. Super flüssig. Ja. Aber jetzt hier da High-End Gaming erwarten oder irgendwie ansatzweise, das kann man mit der noch machen. Weil, wenn man mal da schauen, 1650 ja, Specs. So, wenn wir da mal nachschauen, Tech Power Up. So, wir haben diese 1650. Lächerliche CUDA-Kerne. Ja, das ist ja schon wirklich süß. So, wir haben nur 1920 mal 1080 geht noch klar. Man sieht eh schon, ist ja Mid-Range Graphics kalt. Na, 2560 mal 1440 quasi schon unmöglich. Und 4K, ne, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, jetzt schauen wir noch nach der 1080 Ti. So. Da bitte sehr, alles noch supported. Und da haben die Leute auch gesagt, oh, warum keine 16er Karte? 1080 Ti, das klingt ja.
langsamer, weil andere Zahl. Das bitte nicht glauben. Das ist ein Fehler. Man sieht's eh. Das Ding kann alles zocken. Da gibt's nichts, was das Ding nicht kann. Und das ist ein Render Hure, das Ding. Ja? Aber hier 1650, ja. Jetzt könnt ihr euch nur vorstellen, wie die 1630 abschneiden wird. Wenn die 1650 schon stärker ist. Die will überhaupt vielleicht nur 300 CUDA-Kerne haben. Das ist ja schon eine GT. Normal waren die 30er immer die GT. Ja? Mir ist jetzt spontan keine GTX 30 bekannt, sondern nur 50. Das wird immer naja, nicht erwähnenswert, das seltene nicht. In Videos trotzdem mit dem Quatsch rausgekommen. Aber 16, also die 30er waren eigentlich immer GTs. Ja? 37, 630, wenn ich mich nicht täusche. 430 oder 420er, aber keine GTX. Ja? Das hat dann alles mit 50 angefangen. Bis 80 rauf, teilweise 90. Wie die 690er, 590er, und jetzt die 3090, okay, das ist das, wobei die alten 90er Karten immer Dual-GPUs waren, also zwei Grafikchips auf einer Platine und somit Zwangs-SLI, ja, wenn man das so will. Wenn man was von der Grafikkarte haben möchte, musste man Zwangs-SLI nutzen. Ja, es ist sogar alles viel interessanter. Also ich meine, wenn ich da 1050 Ti hernehme, wir haben ja gerade gesagt, also es ist ein guter Vergleich, um das ein bisschen besser, ja, verständlich zu machen. So, wir haben das 1050 Ti, das ist die 980. Schau das an. 1050 Ti, soll ja ungefähr so schnell sein, wahrscheinlich ein bisschen schneller, wenn ich mal vergleiche. Ja, okay, die 1650 ist wirklich bedeutend schneller. Und die 1050 Ti als Basis rannehmen, da wird die schon zerrissen von einer 980er. Aber total, also wir sehen es ja. 980 Ti. Braucht man da noch überhaupt irgendwie reden? Es macht. Das ist schon zum Rage hier. Aber 160% besser. Und das kommt, ja, das ist wirklich wahr. Ja? Also immer so. Ja? Ja. Nur so vergleichen. So, bitte sehr. Ist sogar noch 1440p, geht noch ein bisschen. Ein paar Spiele gehen sogar noch. Ja, ansonsten hat man da immer relativ. Man kann sogar noch sagen, High Refresh Rate Gaming auf höheren Details. Ja, das wäre mit dem Ding noch recht gut möglich. So. Was wollte ich denn jetzt machen? So, wo war die Seite? Ich bin verwirrt da, ich reg mich nur mehr auf, ey. So. Und jetzt haben wir, ja, da war die User Benchmark Scheiße. So. Und jetzt vergleichen wir das mit der 1650. Weil die 1050 Ti soll ja, also die 1630 soll ja genauso schnell sein, ein bisschen schneller wie die 1050 Ti. Was ja schon sehr beschämend ist. So, 1650er. Oh, ja, okay. Das hätte ich jetzt eher weniger gedacht, die 17%. Ach, nice. Aber anscheinend merkt man das, ich kenne ja die 1050 Ti, die hat wesentlich schlechter abgeschnitten. Also dann sind 17% schon echt spürbar, muss ich sagen. Aber ja, selbst das ist ein besseres Investment schon fast als 1050 Ti. Also, ich weiß es nicht. Leute, das kann ich null empfehlen, dieses Ding. Da holt euch lieber eine ältere High-End-Karte, wen juckt es, welcher Name das ist. Ja? Das war ein kleiner Rant, ja. Aber glaube ich, der ist gerechtfertigt, weil gerade ich mache das seit verfickten 20 Jahren mit dem PC herum. Ich kenne mich auch. Wenn ich sage, das ist ein Scheiß, könnt ihr mir das auch glauben. Wenn nicht, wenn ihr Geld habt wie heu, ja, probiert es aus, kauft es den Mist, dann wird ihr sehen. Oh shit, die 36, Mann, das ist ein Müll. So. Peace out, Leute. Euch hat die Scheibsel.